Hallo Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu diesem erneuten Infovideo hier auf meinem Kanal. Wie ihr das schon lesen könnt, gab es diese Woche das letzte Fortnite-Update für dieses komplette Jahr 2022. Was alles darin neu ist, das zeige ich euch in diesem Video davor, Leute. Ihr wisst es, lasst doch gerne mal ein Abo da, aktiviert gerne auf die geile Glocke und lasst auch gerne mal auf Ehrenbutterbasis ein Like da. Danke für euren Support. Ihr wisst ja, ich stehe knapp vor 1400 Abos. Das würde mich echt freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lassen würdet und auch ein Abo da lassen würdet. Davor zeige ich es euch. Und zwar gibt es die Winterhütte davor. Ne, ihr könnt hier unten sehen, dieser Textfenster, das wurde auch aktualisiert und verändert. Dann gibt es die Hole ein Freund zurück Aufgaben. Ich bin da mal gespannt, was man da für Aufgaben machen muss. Gibt es hierfür, ja, man muss 200 Punkte erreichen. Das ist eigentlich dasselbe, wie es letzte Chapter oder ja, letzte Season gab. Macht einfach die Aufgaben, dann bekommt ihr hier diesen Sticker. Verdient 100 Punkte, dann die Lackierung, Engelkleider. Ihr könnt euch damit auch hier. Kann auch euch hier vielleicht, ich weiß gerade nicht wie, aber den Kleider und dann dieses Emote. Das sind die Krei von Wolverine. Ich glaube, das geht so, ihr müsst bei Freunden draufdrücken, da lade ich mal meinen Bot-Account ein. Reaktivieren. Und ihr habt schon eine Phase gemacht. Und zwar habt ihr einen Freund eingeladen. Ihr müsst, wie gesagt, alle Aufgaben, glaube ich, machen. Und jetzt muss ihr mit diesem Freund, den ihr eingeladen habt, sag ich mal, oder aktiviert habt, eine Runde spielen. Davor, Leute, gibt es die Weihnachtshütte wieder zurück. Wir gehen direkt mal drauf. Ihr könnt euch jeden Tag, könnt ihr euch ein gratis Getränk freischalten. Hier gibt es auch einen Kühlschrank, man kann damit auch interagieren. Und da sind hier zwei Biggies, ein Mini, drei Minis, Fische. Banani Hotdog, also Banani eingefroren, Hotdog, so eine scharfe Soße, zwei Fische und nochmal zwei Biggies, das heißt vier Biggies und vier Minis. Dann kann man hier nichts drücken. Was man aber hier noch drücken kann, ist, man kann das LED-Licht ausmachen. Dann gibt es hier hinten noch die Musikbox. Ja. Das finde ich nice. Das finde ich nice. Also das ist echt nice. Dann können wir hier sehen, Benny Boy zockt. Hier unten ist ein gratis Skin, den wir uns erst am 24.12. freischalten können. Ich hätte gesagt, ich mache schon mal mein erstes Geschenk auf. Und zwar das hier. Natürlich. Schreibt gerne mal rein, was ihr bekommen habt. Das würde mich echt interessieren. Warum man mich vielleicht kaum versteht, liegt daran, sehr geile Lackierung. Liegt daran, dass ich jetzt eine. Da ich jetzt oben im Mund eine Spange, sage ich mal, habe, so kann ich es euch sagen. Deswegen will ich mich entschuldigen, wenn die nächsten Tage, wenn ihr mich da vielleicht ein bisschen schwieriger versteht. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, hier gerade buggy gewesen. Wenn ihr hier zum Lagerfeuer geht, dann bekommt ihr, je nachdem, Erfahrungspunkte. Die bekommt ihr nicht direkt. Erst wenn ihr in-game seid, ein paar Truhen oder so auch mal, bekommt ihr dann diese extra EP dazu. Das könnt ihr zum Beispiel laufen lassen, deshalb könnt ihr Hausaufgaben machen oder andere Sachen machen, einfach auch laufen lassen. Ja, kann man mit der. Okay. Hier lag eine Pizza, ein Pizzastück. Hier ist ein Controller. Da könnt ihr hier so ein kleines Motorrad.
Dann gibt es im Shop eine Neuerung, aber nur für PC-Spieler. Und zwar den Gratis-Fluff-Skin. Weihnachtsfluff, den könnt ihr euch gratis kaufen. Und so, Leute, sieht der Ingame aus. Ja. Echt eine 10 von 10. Direkt mal einfordern. Dann gab es für die Leute, die Dingsbums bis jetzt in fucking Crew einen neuen Style. Und zwar in Blau. Und zwar ist diese blau-bläuliche Variante jetzt als neuer Style hinzugekommen. Ja, ich muss sagen, gefällt mir. Schreibt gerne mal rein, was ihr von dem Winter-Update haltet. Es gibt auch neue Aufgaben. Und zwar, wie gesagt, die Hol deinen Freund zurück, die Entdeckeraufgaben diese Woche. Wie ich es auch schon im letzten Video gesagt habe, zu den Wochenaufgaben, wenn ihr diese Aufgaben nicht schafft, also nicht hinbekommt diese Woche, dann könnt ihr die nächste Woche die nicht mehr machen. Die werden dann gelöscht und werden mit anderen Aufgaben aktualisiert und neu hinzugefügt, dass ihr diese Aufgaben noch mehr machen könnt. Epic cancelt deswegen das machen, glaube ich, weil die wollen, dass man aktiv Fortnite zockt. Ihr merkt, wie gesagt, meine Aussprache ist nicht so gut. Denke ich, MrBeast Aufgaben. Ich habe euch im gestrigen Video gesagt, dass es MrBeast, dass es den Skill von MrBeast geben soll. Und dazu geht es hier halt Aufgaben. Und zwar verdiene Punkte in MrBeast Extrem Überlebensprüfung 70.000. Und hier 35 Aufgaben, bekommen einmal ein Ladebildschirm und einmal ein Spray. Dann, Leute, ist auf der Map auf jeden Fall der Weihnachtsmann wieder zurück. Ihr wisst ja, aus letzter Chapter, also Chapter 3, Kapitel 3, da gab es ja den Weihnachtsmann, der immer rumgefahren ist, sag ich mal, mit seinem Truck, und den gibt es wieder zurück. So wie die Geschenke in-game. Und ich glaube auch, es schneit, glaube ich, mittlerweile auch auf der Karte, ich weiß es aber nicht. Da könnt ihr mich gerne verbessern. Nächsten Stream gibt es erst wieder, wenn ich besser reden kann. Ja. Ich glaube, das war's auch erst mit dem Video. Wie gesagt, diesen Skin, den ich mir eben geholt habe, hier den könnt ihr euch nur freischalten, wenn ihr einen PC habt oder auf von GeForce Now. Wenn ihr GeForce Now benutzt, könnt ihr den Skin auch freischalten. Ansonsten würde ich sagen, bitte beleidigt mich jetzt nicht wegen meiner Aussprache. Ich finde es gerade selber scheiße. Aber ja, man kann ja nichts machen. Der Mensch ist, wie er ist. Und wenn Menschen eine Spange brauchen, brauchen die halt eine Spange. Deswegen, Leute, würde ich sagen, haut rein, hat sonst noch einen traumhaften Tag. Der nächste Livestream erst, wenn ich wieder besser reden kann. Ansonsten haut rein. Bye bye.